Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Was sind die bestmöglichen Kameraeinstellungen auf dem iPhone, um möglichst gute Bilder und Videos aufzunehmen? Viele wollen sich damit nicht beschäftigen, aber wenn ihr wirklich perfekte Bilder und Videos mit dem iPhone aufnehmen wollt, kommt ihr nicht drum rum, die Einstellungen anzupassen. Dieses Video soll euch genau dabei helfen. Los geht's! In den Einstellungen und dann unter Kamera findet ihr die meisten wichtigsten Einstellungen. Es sind zwar sehr viele, aber kein Problem, ich gehe sie mit euch alle der Reihe nach durch. Die erste Einstellung ist auch schon die wichtigste, und zwar sind das die Formate. Ihr könnt zwischen High Efficiency und maximale Kompatibilität wählen. Aber was bedeutet das? Um Bilder und Videos auf dem iPhone abspeichern zu können, muss das Bild zunächst komprimiert werden. Und dafür gibt es zwei Formate, die ihr bei Apple auswählen könnt. Wenn ihr maximale Kompatibilität einstellt, werden die Fotos, die ihr aufnehmt, im H.264-Codec und die Fotos im normalen JPEG-Codec auf eurem iPhone abgespeichert. Wenn ihr High Efficiency einstellt, werden die Videos im sogenannten HEVC-Codec und die Bilder im HEIF-Codec abgespeichert. Klingt alles komplizierter, als es wirklich ist, ich erkläre euch kurz die Vor- und Nachteile und wann ihr was benutzen solltet. Wenn ihr nur Apple-Produkte nutzt, dann nutzt High Efficiency als Einstellung. Das Format wird nämlich überwiegend nur von Apple-Produkten unterstützt und daher werdet ihr oft Probleme haben, eure High Efficiency-Dateien auf dem Fernseher oder einem Windows-Computer anzuschauen. Dafür verbrauchen High Efficiency-Bilder und Videos bei gleicher Qualität weniger Speicher. Ungefähr 25-50% lassen sich dadurch einsparen. Beachtet aber, dass ihr 4K-Videos mit 60 Bildern pro Sekunde oder Slow Motions mit 240 Bildern pro Sekunde nur im High-Efficiency-Modus aufnehmen könnt. Dass man das braucht, kommt aber sehr, sehr selten vor, von daher wird für die meisten maximale Kompatibilität die richtige Wahl sein. Zum Vergleich, Kinofilme werden mit 24 FPS aufgenommen. Okay, als nächstes zu den Videoeinstellungen. Ihr könnt hier zum einen einstellen, in welcher Auflösung bzw. mit wie vielen Pixeln ihr Videos aufnehmen wollt und wie viele Bilder pro Sekunde, also FPS, die Videos haben sollen. Je höher die Auflösung ist, desto schärfer ist das Bild. Je mehr Bilder pro Sekunde gemacht werden, desto flüssiger wirkt das Video. Wenn ihr filmt, solltet ihr mindestens mit 1080p, also Full HD filmen, besser noch in 4K. Je nach iPhone-Modell können diese Einstellungen aber auch abweichen. Ältere Modelle sind oft technisch gar nicht in der Lage, 4K aufzunehmen. Ich persönlich habe 4K und 30 FPS eingestellt. Dann ist die Auflösung sehr hoch, das Video wirkt aber noch flüssig und es wird nicht sehr viel Speicher verbraucht. Circa 200 MB pro Minute. Bei 60 FPS wären es schon 400 MB pro Minute. Wie viel Speicher ihr genau verbraucht, könnt ihr aber auch in den Einstellungen nachlesen. Als nächstes stellt sicher, dass ihr HDR-Video aktiviert habt. Dadurch habt ihr in eurem Video eine größere Farbtiefe und die Farben sind dann besser. Auto-FPS solltet ihr auch eingeschaltet haben, und zwar für 30 und für 60 FPS. Das ist gut, vor allem in schlechteren Lichtverhältnissen. Das iPhone nimmt dann weniger Bilder pro Sekunde auf, dafür ist dann aber die Belichtungszeit länger und so habt ihr nicht so viel Rauschen im Video. Wenn ihr viel Licht habt, nehmt ihr natürlich ganz normal in 30 oder 60 Bildern pro Sekunde auf. Das macht das iPhone dann automatisch. Die letzte Option solltet ihr deaktiviert lassen, damit euer iPhone während der Videoaufnahme zwischen den verschiedenen Kameras bei euch auf der Rückseite wechseln kann, wenn ihr zoomt. Bei den Slow-Motion-Einstellungen reichen 120 Frames pro Sekunde meistens völlig aus. Noch flüssiger sind natürlich 240 Frames, das geht aber nur im High-Efficiency-Modus. Unter Einstellungen beibehalten empfehle ich euch, alle Optionen auszuschalten und nur die Option Live-Foto zu aktivieren. Dann speichert sich die Kamera nicht die Einstellungen, die ihr beim letzten Foto benutzt habt, sondern setzt diese immer zurück. Nur die Einstellung bei den Live-Fotos wird nicht jedes Mal zurückgesetzt. Das hat einfach den Sinn, dass wenn ihr zum Beispiel ein gutes Motiv seht und die Kamera öffnet, direkt mit der Standard-Foto-Einstellung startet, das Ganze mit einem Zoom von 1 und ihr auch das richtige Format habt. Nicht, dass ihr erst von dem Video in den Fotomodus wechseln müsst und am Ende habt ihr euer Motiv schon verpasst. Die Live-Fotos bleiben dann aber immer aktiviert oder halt deaktiviert. Manche mögen Live-Fotos überhaupt nicht, andere wollen hingegen jedes Foto als ein Live-Foto haben. Wenn ihr das Raster aktiviert, bekommt ihr in eurer Kamera-App zwei horizontale und zwei vertikale Linien eingezeichnet, an denen ihr euer Motiv ausrichten könnt. Was auch sehr praktisch ist,
Wenn ihr euer iPhone waagerecht haltet, bekommt ihr zwei Kreuze angezeigt und wenn diese übereinander liegen, wisst ihr, dass euer iPhone waagerecht ist. Frontkamera spiegeln empfehle ich euch auch einzuschalten, dann werden Selfies, die ihr aufnehmt, in der Fotos-App genauso dargestellt, wie ihr es auch auf dem Display gesehen habt. Ansonsten sind die Fotos, die ihr mit der Innenkamera aufgenommen habt, spiegelverkehrt. Ab iOS 14 gibt es die Funktion außerhalb des Rahmens anzeigen. Ich empfehle euch, die Funktion auszuschalten, da es in der Praxis oft zu abgeschnittenen Bildern führt. Wenn die Funktion aktiviert ist, bekommt ihr links und rechts einen transparenten Rand angezeigt. Und wenn man ein Foto macht, könnte man denken, dass dieser Bereich auch aufgenommen wird. Das ist aber nicht so. Auf dem Foto erscheint nur der Bereich in der Mitte. Daher kommt es oft zu abgeschnittenen Fotos. Bei deaktivierter Funktion sind die Seitenränder schwarz und man hat nicht die Gefahr, dass man aus Versehen einen falschen Bildausschnitt fotografiert. Die Szenenerkennung empfehle ich euch einzuschalten. Schnellere Aufnahmen priorisieren solltet ihr auch schalten, das iPhone kann sowieso unglaublich schnell Serienfotos schießen. Da nehme ich dann lieber weniger Fotos in Kauf, die dafür eine bessere Qualität haben. Die Objektivkorrektur solltet ihr einschalten. Dadurch werden Objektivfehler, wie zum Beispiel in der Weitwinkelkamera, von der Software ausgeglichen. Intelligente HDR ist wahrscheinlich das wichtigste Feature von Smartphone-Kameras. Aktiviert das auf jeden Fall. Dadurch werden mehrere Bilder im Hintergrund zu einem zusammengefügt, was die Qualität extrem verbessert. In der Kamera-App selber gibt es auch noch kleinere Sachen zu beachten. Zum einen solltet ihr vor allem bei neueren iPhones versuchen, wann es auch möglich ist, auf den Blitz zu verzichten. Meistens führt ein Blitz nur dazu, dass alles in der Nähe sehr hell ist und alles weiter weg dunkel ist. Versucht daher lieber die Belichtungszeit der Kamera hochzusetzen. Ihr könnt hier bis zu 5 Sekunden einstellen. Wenn ihr das Ganze auf Auto stellt, erledigt das iPhone das für euch. Ihr könnt Live-Fotos aktivieren oder deaktivieren. Und wenn ihr auf den kleinen Pfeil nach oben klickt, bekommt ihr noch mehr Optionen angezeigt. Ihr könnt hier Filter auf das Foto legen oder zum Beispiel auch das Format auswählen. Ich empfehle es euch auf 4:3 zu lassen, dann habt ihr den maximalen Bereich eurer Kamera ausgenutzt und zuschneiden könnt ihr das Bild nachher ja immer noch. Wenn ihr aber im 16:9 Format fotografieren wollt, könnt ihr das hier einstellen. Dafür muss das iPhone aber ein klein wenig reinzoomen und es gehen Pixel verloren. Was auch viele nicht wissen, in der Fotos-Einstellung könnt ihr Videos machen, indem ihr lange auf den Auslöser drückt und ihn dann nach rechts schiebt. Und in der Videooption könnt ihr oben rechts auf die Auflösung klicken und so schnell zwischen den FPS wechseln. Okay, jetzt kennt ihr die besten Einstellungen für das iPhone. Aber wie kann man in der Praxis gute Videos und Bilder aufnehmen und worauf muss man achten? Genau das erfahrt ihr in dem iPhone-Fotokurs. Den Link findet ihr unter diesem Video in der Beschreibung. Schaut euch dort gerne mal um, wenn ihr noch mehr aus eurer iPhone-Kamera rausholen wollt. Ansonsten, wenn ich euch weiterhelfen konnte, würde ich mich über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Gerne könnt ihr mir auch einen Kommentar hinterlassen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.